Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gunner. Wir schauen uns jetzt den John Deere 9R Series an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Custom Modding, gibt es den PC / Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um mit einem guten Stück spielen zu können. Findet ihr einmal unter Mods und DLCs und dann bei John Deere R9 Series. So, wir haben das gute Stück John Deere R9, 462 PS Standardleistung, lastgeschaltetes Getriebe, 1490 Liter Diesel, 83 Liter Blue 40 km/h, Max-Speed 19,7 Tonnen Gewicht für 608.520 in der Anschaffung, 31.034 im Leasing. Wir haben insgesamt 10 Config-Blöcke zur Auswahl. Da haben wir die Motorausführung, Reifenhersteller, Reifenvariante, Design, Frontgewicht, Klingenhalterung, dann Kabinenmonitor, Scheiben, Anhängerkupplung und das Kennzeichen. Motorausführung haben wir 9420R, 9470R, 9520R, 9570R und 9620R. Heißt 462 PS, 517, 572, 627 und oder 670 PS als maximale Leistung. Nun klar. Reifenhersteller standardgemäß Lizard mit dazu, den gibt es zweimal. Also einmal hier, einmal da. Dann haben wir Michelin und das verließen sie ihn auch schon wieder. Bei Lizard Kategorie 1 haben wir hier mehrere Variationen mit dabei. Nur ab nur Dreifachbereifung, dickere Bereifung, Zwillingsbereifung etc. pp. Bei der John Deere, bei der Lizard zweiten Variante haben wir dann hier deutlich breitere oder dickere Reifen. Einmal mit dazu, aber auch ein paar dünnere, auch wieder hier in der dreifachen Ausführung. Ne, da ist also, denke ich mal, für jeden was dabei. Also auch nicht nur für EU, sondern dementsprechend auch für US-Liebhaber. Bei Michelin steht auch ein bisschen was mit zur Verfügung. Ähnlich wie bei Lizard, nur ein bisschen abgeschwächt und dann war es das ja auch schon. Design ist dann einmal USA standardgemäß und EU. Ne, ihr seht ja, USA wieder das Übliche und bei der EU natürlich wieder die Warntafeln von hinten links und rechts. Sieht auf jeden Fall sehr ulkig aus. Frontgewicht Standard, das heißt, es ist gar nichts da. Dann gibt es Gewichtshalter, dann gibt es 300, 800, 1000, 300, 1800 Kilo oder eine Steinebox. Klingenhalterung, nein oder ja, das ist das hier. Der Mod ist, also der Traktor ist kompatibel mit dem Lizard K9 Dozer Blade. Das ist so eine Art Schiebeschild, nenne ich es jetzt einfach mal. Dafür ist das Ganze dann hier da, wenn ich das soweit richtig verstanden habe, ne, weil das Schild dann über die Hydraulikschläuche und so weiter und so fort darüber gesteuert wird. Ich verlinke es euch mit beim Downloaden mit dazu, sofern ich es finde, wenn das was für euch ist. Kabinenmonitor, das ist, ob ihr noch weitere Monitore mit drin haben wollt, haben wir Feldansicht, dann haben wir echtes Dashboard oder Feldansicht mit echtem Dashboard. Also ne, habt ihr hier zwei Zusatzdinger mit drin. Scheiben, da ist wieder die Scheibentönung, Standard, dann leichte Tönung, starke Tönung oder komplett schwarz getönt. Und die Anhängerkupplung ist halt hinten, also entweder als rein Schlepper in dem Falle oder mit einer 3-Punkt-Aufnahme. Kennzeichen ist bekanntermaßen Kennzeichen. Schauen wir uns das gute Stück in dem Falle an. Ich habe jetzt hier den 9620R mit einer breiteren Lizard-Bereifung, also mit Breitreifen nenne ich es jetzt einfach mal, mit dazu. Das sind in dem Falle hier 710-70R42er vorne sowie hinten mit drauf. Ansonsten ein Riesenbeast, US-Setting jetzt hier, passend zur Karte. Vorne das maximale Gewicht. Wir haben hier das John Deere-Logo, Fahrleuchten, alles mit dabei. Arbeitsscheinwerfer oben, Kennzeichen am Auspuff mit dran, Rundumleuchten links, rechts, GPS-Modul mit dazu, Blinker da oben nochmal mit integriert. Ihr seht, wir glitschen nirgendwo rein, das läuft soweit alles easy peasy. Auf der gegenüberliegenden Seite hier nochmal der gleiche Schriftzug / Stiegel, ansonsten alles easy. Hinten dann dementsprechend ein Riesending, ist ein Knicker, ne? Kann man unschwer erkennen. Mit dabei hinten Bremslichter, Blinker, hier die 3-Punkt-Aufnahme, wie gesagt, müsst ihr nicht, könnt ihr. Arbeitsscheinwerfer nach hinten nochmal zusätzlich und links und rechts zur Seite, sowie hier oben ebenfalls nochmal Arbeitsscheinwerfer und Kennzeichenbeleuchtung. Auch hier steht nochmal John Deere mit dabei. Im Innenbereich, Lenkrad klappt sich runter, Spiegel links, Spiegel rechts funktionieren soweit. Zusatzmonitore, zwei Stück mit drin, also Feld und echtes Dashboard in dem Falle, plus der normale Monitor mit dazu. Lenkrad mit John Deere Logo, passt soweit. Sitz mit John Deere Logo, auch alles schick schön. Schöne Übersicht, schöne Texturqualität, kann man per se nicht meckern. Ne, aber Custom Modding ist da in dem Bereich sowieso immer am krassesten mit unterwegs. Von daher, alles tippitoppi, kann man nicht dagegen sagen. Hören wir uns mal den Säuntler an.
Ja, prinzipiell, wie immer, hört sich jetzt nicht verkehrt an. Ihr wisst aber, Sound ist ja auch immer so eine Sache für jeden Einzelnen, ne? Also da scheiden sich bekanntermaßen immer die Geister dabei. Hört sich jetzt aber definitiv nicht verkehrt an, also von daher passt das Ganze soweit auch. Gehen wir mal weiter zum Thema Funktionalität, beziehungsweise generell erstmal zu den Basics. Ihr seht eine Hand am Lenkrad, die andere hier am Joystick, das passt soweit. Mit dem Beinchen wird auch gearbeitet, alles schick, alles schön. Spiegel links, Spiegel rechts funktionieren soweit, sind auch gut eingestellt, können aber mit dem Spiegel wird ja später eh noch mit anders einstellen. Ansonsten haben wir natürlich durch die drei Monitore, die wir jetzt hier mit drin haben, deutlich mehr Informationen per se mit drin. Wir haben hier noch in der A-Säule, ne, das Ganze hier mit drin, wo kmh, RPM und alles angezeigt wird. Das Ganze haben wir hier unten dann auch nochmal mit dazu. Die Zusatzmonitore selber jetzt hier sind dann dementsprechend auch mit am Start, wenn man das dementsprechend möchte. Wie gesagt, kann man dementsprechend ja auch rauslassen. So, ansonsten geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Wir gehen einmal hier in die Nacht mit rein. Ihr seht, die Monitore geben natürlich Licht mit ab. Das ist alles schicki schön. Wenn ich dann einmal kurzerhand hier beim Field of View wieder zurückschalte, wie bitteschön. Wenn ich hier Blinker anschalte, seht ihr das Blinker klicken und vorne in den Monitor da mit drin, ne, seht ihr, das funktioniert alles. Wenn ich Licht anschalte, werden noch einzelne Elemente mit beleuchtet. Also auch da alles schicki schön. Ansonsten Blinker einmal oben, einmal hier links und rechts der Seite. In der US-Version, versteht sich, ne? Und einmal hier hinten, einmal da oben, funktioniert alles, reflektiert alles wunderbar. Das gleiche gilt hier einmal für die Rundumleuchten. Ansonsten haben wir einmal normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht, wie immer NumPad 5 für vorne, NumPad 6 für hinten. Und da seht ihr auch, wie das schön hier ein bisschen links und rechts zur Seite da weggeht. Das haut soweit alles hin. Ansonsten Kennzeichenbeleuchtung ist mit dabei. Bremslichter funktionieren, Rückwärtsleuchten haben wir in dem Fall in der Hupe. Hätte ruhig ein bisschen lauter und ein bisschen aggressiver sein können, ist aber auch so vollkommen in Ordnung. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Spielereien mit dabei. Simple IC in der Active Control wird nicht unterstützt. Also da kann ich ja machen, was ich will. Ne? Da passiert nichts. Aber wir können mit der Maussteuerung ein bisschen was machen. Linke Maus das gedrückt halten, nach links und rechts. Seht ihr, geht hier die Fahrertür auf, nach oben und unten. Kann ich hinten die Heckscheibe öffnen und schließen. Beide Maustasten gedrückt halten, nach oben und unten, kann ich hier einmal vorne die Motorhaube leicht öffnen. Und dann sieht ihr auch, wie das alles hier, seht ihr, wie das animiert ist. Ne? Wunderbare Sache. Das funktioniert alles damit. Ansonsten, trotz all dem, dass es manuelles Getriebe in dem Fall ist oder lastgeschaltet, ne, geht smooth durch, auch mit der Automatik, mit denen ja viele Casual-Spieler, denke ich mal, spielen werden. Ne? 40 km/h Max-Speed, soweit auch mit dabei. Ansonsten gut ist halt, ne, knicki-knick hier, lässt sich aber 1A fahren, davon mal abgesehen. Durch die wunderschöne Dreipunktaufnahme haben wir natürlich jetzt hier auch die Möglichkeit, größere Anbaugeräte hinten mit dran zu hängen. Ich nehme jetzt trotzdem mal hier eher einen kleinen Flug. Fast ein bisschen überdimensionierter Traktor, aber generell hier zum Zeigen. Seht ihr, funktioniert alles wunderbar. Dynamische Kabelschläuche sind soweit alle mit dabei. Glitscht nichts rum, backt nichts rum. So wie es am Ende des Tages halt auch sein soll. Wenn wir uns dann noch einmal den lila Lok anschauen, sehen wir, der ist soweit sauber. Wir reden hier ungefähr von 23 MB. Könnt ihr also definitiv nicht verkehrt machen. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst einen Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, Tschüssikowski. Tschüss.